One stormy night in 1993, two young girls decided to stay in a remote cottage in the forest of the Middle East. The cottage was said to be haunted, but the girls paid no mind to the rumors and spent the night there. 2 days later, a local found one of the girls 300 meters away from the cottage, sitting on her knees, murmuring what seemed to be a song. Some days later, the girl was found hanging from her neck by a large tree. 2 years after the incident, three male students decided to stay in the same cottage to prove their rumors wrong, but they were never heard from again. John Martin, a 32-year-old professional journalist, after some research, took interest in the story and decided to travel to the cottage to investigate it personally. Okay, basierend auf einer wahren Begebenheit oder wahren Geschichte. I arrived in the village about 7 a.m. It's very humid, and there's a dense of fog in the area. Locals say this area is haunted. Apparently the recent stories reinforce the rumors. I definitely won't stay here for too long, because I don't want to go mad. Just a few photos and reports from the area and the locals. John Martin, December 1996. Der sieht schon ganz gut aus. Wir können rennen und uns ducken. Springen anscheinend nicht. Sieht ein bisschen so aus, als schauen wir durch die Kamera. What the? Oh. Da würde ich natürlich reinlaufen, wenn sich automatisch ein Tor öffnet. Oh, I hope the rain won't get worse. I have no interest in getting stranded in this place. Türen werden also nicht für immer offen bleiben. What? Anybody there? Oh, wir haben keine Beine. Oh, Kerze. Okay. Tab fürs Menü, wahrscheinlich können wir die... Ah, wir haben ein Feuerzeug schon. Combine. Sehr gut. Schlüssel. Cover of Jay Spinners. Mhm. Eine schöne Weltkarte. Jetzt muss ich hier irgendwie durch. Ah, schieben. Oh. Wir müssen übertriebene Kräfte haben. Der fällt mal ebenso um. Schlüssel. Okay, können wir also... Nimmt er also so, wo wir nichts machen. Wow, look what I found. A secret doorway. November Nightmare. Ein Kalender von 1989. Verschwunden. Boah, sieht sehr eintönig aus hier, ne? Nur Risse oder das hat ein Bild? Muss auch nur Risse sein. Leave before it's too late? I won't stay for long. Just a few photos. Also wir sollen verschwinden. Ich weiß nicht, ob wir da erst reingehen, ob da hinten gucken, ob da noch irgendwas ist.
glaube, wir gehen mal da hinten hin. Oh, Knoblauch. Okay, hier ist aber nichts. Ah ja, natürlich. Falscher Weg, danke. Oh, unsere Kerze ist aus. Oh, krass, die ist abgebrannt, oder? Ja, die Kerze ist abgebrannt, Leute. Ich hätte sie eigentlich gar nicht gebraucht hier. Why is there a TV in here? Who left it on? Soll ich die nehmen? Ne, die können wir nicht nehmen. Gute Frage, Leute. Wer stellt hier einen Fernseher hin? Wo bist du? Einfach irgendeine Puppe? Ich weiß nicht, ich kann es nicht erkennen, was da steht. Zoom? Nee, kann man nicht. Der Schrank kommt mir irgendwie so groß vor. Aber wir können doch springen. Boah! Was war das? Uiuiui, fuck. Erschrocken, Leute. I think that's enough for my report. I better go back. Ich wette, wir müssen hier oben hin. Aber wie komme ich da rein? Ist der Werkzeug? Nicht mit den Kerzen. What the? Es ist zu spät. Okay. Ah, der hat mir wohl gekriegt, das Schattenmonster. Wieso erschrocken? Wir müssen doch da oben rein. Ah, jetzt kann ich es offen machen. Ah, cool. Also warum ist ein Lüftungskanal so beleuchtet, Leute? Jetzt sind die Lampen verschwunden. Nicht nur ausgegangen, sie sind verschwunden. Das ist der gleiche Raum, ne? Das ist der gleiche Raum, mein Freund, meine Freunde. Warum erschreckt man sich? Es passiert einfach gar nichts. Es ist nicht der gleiche Raum, der Weg führt natürlich in die andere Richtung. Aber an sich... Das sieht erstmal alles gleich aus. Nicht das Atmen. Hier ist erstmal der Brief wieder. Und die gleiche... Oh, ne, die Puppe ist nicht gleich, ne? Ich glaube, drüben war sie sauberer. Okay. Gut, wir gehen mal hier durch.
Kerze, ist alles gleich, aber hier ist nichts, immer noch nichts. Ja, hoch oder? What the? There was a door here. Am I hallucinating? Die hat mal eben jemand zugemauert. Boah, ey, scheiße. Oh, die Jumpscares sind schon nicht schlecht im Spiel. Große Auswahl gibt es jetzt ja nicht an Wegen, ne? Kommt da Geräusche her? Ich würde jetzt mal wieder rum. Oh. Falscher Weg. Okay. Wo war denn noch ein Weg, Leute? Ist jetzt hinten Weg aufgegangen, wo wir vorher nicht herlaufen konnten, vielleicht. Ist gerade nicht drauf geachtet. Ja, wir können da um die Ecke gehen. Ich bin so allein. Oh, okay, kann ich das anmachen? Show. Ah, okay. Cool. Update. Turn it on. Ja, haben wir gemacht. Alter, jetzt. Mal raus. Geht nicht. Oh, ich kann es nicht, was steht da? November Nightmare, November Nightmare, bla bla bla. Oh, wir sind wahrscheinlich jetzt. Nächsten, in Anführungsstrichen, Level. Jo, klingeln wir mal, ne? Where the hell am I? Sieht schon cool aus. Oh. Ja, wenn der Arbeitstag mal so vorbeigehen würde, ne? Alle Uhren drehen hier schneller. Boah, ich muss die Musik ausmachen, Leute. Die Zahlen, ja, die sollten wir uns mal merken vielleicht. Mal schauen, ob wir damit anfangen können. Okay. Ich weiß nicht, ob das die Morde sind vielleicht. Die Leute, die verschwunden sind. Hier können wir zum Beispiel einen Code eingeben, Leute. Wir können jetzt mal eben die Codes probieren, die wir uns gerade gemerkt haben. Also das war mal die 3. Oh.
Die 3, 1, 4. Ist es anscheinend nicht. 6, 1, 5. Ist es auch nicht. Okay. Guten Versuch war es wert. Könnt ihr jetzt raten, ne? Ah, machen wir nicht. Turn. Wir werden nochmal hier hinkommen. Und mit Sicherheit irgendwo den Code finden. Ich weiß nicht, ob hier irgendwo noch irgendwo Zahlen stehen. Ah, hier glaube ich eher nicht. Okay. Vielleicht müssen wir uns auf dem... Hallo? Kann ich hier nicht hoch? Also übersehen hier. Die ist zu. Ah, Telefon. Ist tot. Gut. Da am Hut. So, meiner Meinung nach habe ich jetzt alles probiert und gesehen. Ist hier noch was? Nee, Schublade. Nee, ich kann nicht hoch, Leute. Muss noch was hier unten passieren. Tür ist abgeschlossen. Wir haben nur ein Fahrzeug im Inventar. Muss ich das öffnen vielleicht? Okay, ein dreistelliger Code, ne? Aber der Code, einer von den Codes war es nicht. Kannst du mal andersrum probieren. Vier, eins, drei. Nee. Oh. Ich glaube, ich muss die aufmachen. Ne? Da muss der Code, vielleicht steht der Code hier irgendwo. Face in Mask 3. Okay. Der erste ist eine 3. Ich drücke immer Escape, Leute. Entschuldigung. 3. Face in Mask. Die erste Ziffer wird eine 3 sein. Da gut noch irgendwo was zu sehen. Nee, kann ich nicht. Okay, Leute. Die erste Ziffer ist die
Reiterei. Wo habe ich den jetzt nochmal gesehen? Auf der Rückseite von dem... Leute, das Einzige, was mir einfällt, ist... Wir haben die drei... Okay, vielleicht müssen wir die Faces und Masks zählen. Vier und... Oh, Entschuldigung. Ich drücke immer Escape, Leute. Entschuldigung. Vier und fünf eventuell. Dann wäre es drei, vier, fünf. Drei müsste die erste sein. Fünf. Jo, sauber. Da haben wir Schönes drin. Ein Schlüssel. Nicht dafür. Wofür denn hier? Jo, für den Raum. Oh, Junge. Auf so Kleinigkeiten falle ich rein hier. Okay, ein Labyrinth. Da sind wir. Oder müssen wir hin? Oh, wir atmen sehr schnell, Leute. Ich kann es nicht umdrehen. Was mit dem Bild hier zu tun? Da raus. Warum erschrecke ich mich denn so? Okay, Labyrinth, Leute. Das sollten wir uns genau angucken. Ich vermute mal, dass wir hier reingehen. Und wir müssen dorthin. Also, oh mein Gott. Vielleicht sollte ich mir noch ein Foto machen. So, wo müssen wir jetzt am besten hin? Hier kommen wir nicht her. Wir müssen rechts. Oh. Oh, shit. Okay, wir müssen rechts. Wir müssen auf jeden Fall erstmal rechts. Hierher. Ich muss zwischendurch mal auf mein Handy gucken. Ja, das ist doch gar nicht das Gleiche. Oh, jetzt habe ich mich nicht erschreckt, aber irgendwie ist das nicht das Gleiche, ja, ne? So. Ich glaube, wir müssen jetzt hierher, oder? Jetzt muss ich mal irgendwie kurz... Also einzeichnen. So, wir sind hier. Wir sind gerade aus. Bis zum Ende. Dann müssen wir rechts. Wir müssen jetzt hierher. Links.
kommst du hier durch. Lauf hier lang. Boah, hier lang. Ah, wir sind richtig, glaube ich. Ja, renn du mal weg. Hier lang. Genau. Sehr schön, meine Freunde. Wo Handys heute nicht alles gut sind, ne, Leute? Und jetzt geht's weiter. Ist die Karte noch drauf? Oder ist es hier Ende? Es scheint hier weiterzugehen. Oh shit, ich weiß nicht, wo wir sind. Okay, scheint jetzt nicht so groß zu sein. Ach, das kommt mir doch bekannt vor. Jetzt haben wir dann die nächste Karte. Ne, ist die gleiche. Aber wir haben hier einen Schlüssel. Und die hübsch-hässliche Puppe ist wieder hier. I think I'm losing my mind. Ja, glaube ich auch. Wir verlieren unseren Verstand. Geändert. Gucken, ob wir jetzt nach oben müssen, dürfen oder ob wir... Naja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich müssen wir hier rein. Ist zu. Hier ist doch nichts. Hier ist nichts. Ah, jetzt habe ich mich mal nicht erschreckt. So, wohin jetzt, ne? Weg können wir nicht. Oh, jetzt habe ich aber erschreckt. Es ist einfach so simpel und ich erschrecke mich einfach so mega. Okay. Das Mädchen scheint verbrannt zu sein. Sah jetzt auch ein bisschen so aus. Ja, meine lieben Leute, ich hoffe, das Video hat euch bis jetzt gefallen. Das Game meine ich, Entschuldigung. Und ich hoffe, ihr schaltet bei der nächsten Folge wieder ein. Und ja, wenn ihr Bock habt, besucht mich mal auf Twitch. Leute, haut rein.